Leute, willkommen zu einem ganz kurzen X-Defined News Update. Vor einer knappen Stunde gab es einen Post, den auch Mark Rubin kommentiert hat. Und das finde ich sehr, sehr geil. Und da müssten sich eigentlich viele andere Publisher mal eine Scheibe von abschneiden, wenn es um Probleme in den eigenen Spielen geht. Und X-Defined ist jetzt gerade mal ein paar Tage alt. Und natürlich gibt es nach dem Release auch da noch eine Menge Probleme wie den Netcode oder die Hit Registration. Und gerade die Hit Registration kann sehr frustrierend sein, wenn das nicht richtig hinhaut. Und vor einer Stunde, jetzt zum Samstag, den 25.05., wenn ich mich jetzt nicht täusche, gibt es den Post oder die offene Kommunikation über X, dass daran gearbeitet wird, dass verschiedene Sachen gesehen werden, dass sie eine Menge Baustelle schon registriert haben, an denen sie arbeiten, aber speziell für jetzt und heute geht es darum, dass an dem Netcode und der Hit Registration gearbeitet wird. Mark Rubin hat sich dazu zu Wort gemeldet, dass sie da dran, also dass sie Bescheid wissen, dass sie daran arbeiten, dass sie auf jeden Fall mit der Community interagieren wollen, dazuhören und dass sie die Community auch hören und an Problemen arbeiten. Und genau diese Kommunikation weiß ich extrem zu schätzen, sodass wir schon mal wissen, wenn wir uns über irgendetwas beschweren, dass wir gehört werden. Also es ist ganz wichtig, dass wir eben auf verschiedenen Plattformen einfach mal sagen, hey, hier läuft was irgendwie nicht ganz geil, dann bekommen die das mit. Und dann wird das offen kommuniziert und wir wissen, woran wir sind und müssen nicht stillschweigend hoffen, dass endlich mal irgendwann eine Verbesserung eintritt. Das finde ich auf jeden Fall Daumen hoch an Ubisoft, an Mark Rubin und so weiter, dass das so passiert. Das ist eine sehr, sehr geile Sache. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie sind eure ersten Erfahrungen mit X-Defined, wenn wir mal den Release-Day weglassen, wo es wirklich eine absolute Katastrophe war, Matches zu finden, wie das eben so ist, Never Play on Patch Day. Aber was willst du machen nach einem Release? Willst du zocken? Ist natürlich klar und alle Content-Creator wollen auch streamen und ihre Videos machen und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Es macht richtig Bock. Mir macht es ultra viel Spaß. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie die Zukunft von X-Defined aussieht. Wie gesagt, das ist jetzt die Preseason, die geht 6 Wochen. Danach startet die erste Season. Und dann kommt hoffentlich ein Team-Deathmatch-Modus. Das ist für mich mit das Interessanteste und ein paar andere Maps. Die meisten Maps sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu klein, zu verwinkelt, zu viele Ecken und Kanten. Deswegen hoffe ich da auf Positives. Aber wir bekommen pro Season 4 neue Waffen, 1 neue Fraktion, 4 neue Maps, neue Modi und so weiter und so fort. Also die Zukunft von X-Defined kann rosig aussehen, wenn sie natürlich an Problemen arbeiten wie den Netcode und die Hit Registration. Wer sich übrigens wundert, Hitrex, merkt man extrem den Netcode, den kann ich jetzt zum Beispiel nicht ganz so beschreiben, aber die Hit Registration, das ist jetzt noch so ein Problem. Du bist auf einem Gegner drauf und du merkst, du bist drauf. Und es werden einfach deine Kugeln nicht als Schaden gezählt. Und dann bist du vielleicht ein bisschen neben dem Gegner, wo du nicht drauf bist, auf einmal zählt der Treffer. Und da gibt es noch so ein paar Improvements, die da auf jeden Fall gemacht werden müssen. Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten X-Defined-Video. Und wenn ihr nichts verpassen wollt in Sachen X-Defined, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.